Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, lieber Maurice. Ich freue mich wahnsinnig, ein Interview mit dir führen zu dürfen. Du bist Maurice Janich und Sozialpädagoge und Musiker und beschäftigst dich seit einiger Zeit mit der Visualisierung und hilfst da insbesondere hochsensiblen Kindern und Erwachsenen. Magst du dich selbst noch mal ein bisschen vorstellen, damit die Leute ein bisschen mehr wissen, mit wem sie es denn da zu tun haben? Das wäre toll. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Susanne. Ich bin tatsächlich kein Sozialpädagoge, sondern ich habe ursprünglich Instrumentalpädagogik studiert und habe dann lange Zeit im musikalischen Kontext an Grundschulen und weiterführenden Schulen gearbeitet. Habe also Gruppenunterrichte gegeben, Einzelunterrichte mit dem Instrument Trompete. Und dadurch habe ich meine jetzige Tätigkeit als Visualisierungs- oder Hypnosetherapeut gefunden, sozusagen meine Berufung. Und heute bin ich ausschließlich online unterwegs und helfe, wie du schon gesagt hast, hochsensiblen, hochbegabten Kindern und Eltern, aber auch nicht hochsensiblen und nicht hochbegabten selbstverständlich. Und bei verschiedenen psychosomatischen Schwierigkeiten wie Schlafprobleme, Ticks, Bettnässen, Ängste, Autodestruktion, Suizidgedanken und so weiter. Das ist wirklich ein großes Feld, wo man Visualisierung scheinbar anwenden kann. Das war mir so gar nicht bewusst. Wie kam es, dass du von der Trompete zur Visualisierung gekommen bist? Also was war das? Ja, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das würde mich ganz doll interessieren. Mhm. Naja, zum einen wissen wir ja, ich will es jetzt nicht zu weit ausführen, aber dass wir Menschen am besten lernen mit Emotionen und auch mit in Bildern, ja, und wir Menschen auch in Bildern denken. Und diese Bilder habe ich natürlich auch immer in meinen Unterricht einfließen lassen. Ja, wenn es zum Beispiel um die Atmung ging, dann habe ich meine Schüler angeleitet, die Augen zu schließen und sich etwas vorzustellen, was hilft, um die Atmung zu öffnen und die Atmung besser zu praktizieren. Und ich war schon immer ein ganz guter Zuhörer und hatte immer schon einen guten Riecher für die Schwierigkeiten anderer Menschen, wurde auch oft wurde ich auch nach Hilfe gefragt. Und ja, so hat sich das dann im Laufe der Zeit ergeben. Das Instrument ist immer weiter in den Hintergrund gerückt und ich habe den Schülern geholfen, zum Beispiel mit Einschlafschwierigkeiten war das anfangs. Das haben wir dann in 10 Minuten, Viertelstunde haben wir das bearbeitet, sodass die Mutter mich dann am nächsten Tag anrief und fragte, Maurice, was hast du mit meinem Kind gemacht? Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was kommt jetzt? Und dann sagt sie, du, der schläft, wie ihr das eingestellt habt, um 22 Uhr ein, schläft durch und alles ist wieder super. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, das ist meine Richtung. Und so habe ich auch einen größeren Impact auf die Veränderungen auf dem Planeten, wenn man jetzt mal ganz groß denkt. Das ist spannend eigentlich, kaum vorstellbar, dass man für eine Einschlafschwierigkeit 15 Minuten braucht, um das zu lösen. Das heißt, also, ja, das ist faszinierend. Kannst du über die Technik oder überhaupt über die Visualisierung vorerst noch mal ein bisschen was sagen, damit man sich das besser vorstellen kann als ja, jemand, der eben von Visualisierung noch nie was gehört hat? Mhm. Ja, visualisieren bedeutet ja einfach nur sich gedanklich etwas vorstellen. Und wir denken meistens wir denken in Bildern und in Filmen. Und es kommt, also wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst, du meinst ja explizit die Arbeit, oder? Also wenn du zu mir kommst mit einer Angst, dann finden wir innerhalb unserer Zusammenarbeit, innerhalb der Sitzung, finden wir heraus erstmal, wo in deinem Körper sitzt die Angst. Das heißt, wir visualisieren Situationen, in denen du Angst hast. Mhm. Und du fühlst dich da während der Sitzung mit geschlossenen Augen rein und kannst mir dann ganz genau sagen, wo in deinem Körper du die Angst fühlst. Meinetwegen in der Brust oder im Bauch oder im Kopf, wo auch immer. Und dann
verwandeln wir dieses Gefühl in etwas Greifbares. Also dann sagst du zum Beispiel, ja, du siehst das, du hast einen Knoten in der Brust und der löst bei dir Angst oder Druck aus oder was auch immer. Und dann entfernen wir diesen Knoten aus der Brust und schon ist die Angst beseitigt. Das jetzt mal so ganz, ganz rudimentär, da gehören natürlich noch ein paar andere Sachen dazu, aber im Grunde genommen ist es das, was wir machen. Okay. Vielleicht noch ganz kurz, jedes Lebensereignis ist ja mit einem Gefühl verknüpft. Ich nehme mal gern das Beispiel Ponyhof. Also wenn du jetzt auf den Ponyhof gehst und du reitest zum ersten Mal auf dem Pony, du fliegst da runter, brichst dir dabei womöglich noch den Arm, deine Freunde, die dabei waren, lachen dich aus. Dann speicherst du Gefühle ab wie oder bringst Reiten in Verbindung mit Schmerz, Trauer, Wut, Blamage und so weiter. Und schon hast du irgendwo in deinem Körper die Gefühle gespeichert und gehst vermutlich nie wieder reiten. Und dann kann es sogar so schlimm gewesen sein, dass wenn du ein Pferd irgendwo siehst, dass du gleich beginnst zu zittern, ja, oder Angst bekommst und so weiter. Und es geht darum, diese Gefühle, so wie ich das gerade gesagt habe, mit dem Knoten zu finden und zu lösen. Und deswegen funktioniert das so gut und so einfach. Kann das dann aber jeder oder sind das spezielle Leute, die eine besondere Vorstellungsgabe haben? Also ich meine, manch einer ist ja vielleicht etwas unkreativ im sich Bilder vorstellen, das ist so ein, weiß ich nicht, ein Theoretiker, aber also Bilder hat der nicht so im Kopf. Kommt da jeder dran oder muss man das üben? Ich würde sagen, das ist eine gute Frage. Fast jeder. Ich würde sogar sagen, jeder. Also von 1000 Klienten waren vielleicht zwei dabei, wo es nicht ganz so einfach war. Das waren zwei der verkopftesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Aber am Ende des Tages hat es trotzdem funktioniert. Mhm. Ja. Also das heißt, wer sich drauf einlässt, wer den Schritt macht und einfach Neugierde mitbringt, der wird es schon schaffen. Ja. Okay, das ist, also ich finde das wirklich faszinierend, wie schnell das zum Teil wirklich sich lösen kann. Ich habe natürlich auf deiner Homepage ein wenig rumgeblättert und eine Caroline angehört, die wahnsinnige Krankenhausängste hatte und auch berichtet hat, dass das ziemlich schnell sich gelöst hat. In einem, ich weiß, Telefonat, glaube ich, war das, oder macht ihr das online? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also in einer Sitzung jedenfalls hat sich das dann gelöst. Oder Kinder, die innerhalb von einer Stunde Phobien losgeworden sind. Mhm. Ja, machst du das über Zoom oder? Genau, wir machen das online per Videotelefonie. Genau, ja. Okay. Und das funktioniert sogar über, also ja, so energetisch denke ich immer, wenn man in einem Raum sitzt, sieht das ja doch nochmal anders aus, als wenn ich eben jetzt wirklich weit auseinander bin und nur dieses digitale Gerät dazwischen ist. Aber offensichtlich kann man trotzdem Dinge transportieren, die wichtig sind. Ich kann ja auch, ich mache ja auch Quantenheilung über die Entfernung. Ja, da bin ich ja auch nicht vor Ort. Ich kann Hausreinigungen aus der Ferne machen. Da muss ich auch nicht vor Ort sein. Es ist alles Energie. Insofern funktioniert das per Video ganz genauso wie vor Ort oder physisch. Es kommt halt immer drauf an. Also ich habe in meinem Leben mehrere Psychotherapien gemacht und mir war es immer sehr unangenehm, irgendwo hingehen zu müssen und dort zu sitzen, weil ich die Energie aus diesem Raum nicht ausgehalten habe. Das heißt, ich wäre lieber zu Hause gewesen, so wie wir uns jetzt begegnen, schön bequem in meinem Stuhl, meine Wohlfühlumgebung und so weiter. Da kann ich mich gut öffnen, da kann ich mich gut fallen lassen. Mhm. Das sehen aber nicht alle so, aber die kontaktieren mich natürlich auch nicht. Es kontaktieren mich die Menschen, die auch online arbeiten wollen. Und das Schöne ist, sie können mich auch kontaktieren, wenn sie in der Schweiz sind und müssen nirgendwo hinfahren, können einfach bequem vorm Bildschirm sitzen. Mhm. Das ist dann immer... Ja.
Was ich mir jetzt wirklich gut vorstellen kann, ich stelle mir jetzt vor, jemand hat Ängste, nach draußen zu gehen, also überhaupt in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Also das so, dass vielleicht sogar schon im Supermarkt einkaufen schwierig sein könnte. Für solche Personen kann ich es mir mega gut vorstellen. Also die sind dann in ihrem sicheren Kokon und von dem sicheren Kokon aus können Sie anfangen, ein bisschen zu öffnen, eben so weit, wie Sie sich dann gerade wagen. Ja, sehr Ja, jeder hat ein, auf jeden Fall, ja, und jeder hat ja ein anderes Motiv. Ich meine, für feinfühlige Menschen ist das auch eine super Sache, aber auch einfach für bequeme Menschen, ja, die sagen, ich habe keinen Bock, ins Auto zu steigen und irgendwo hinzufahren. Oder für Menschen, die gern ihr Geld zusammenhalten und sagen, ich habe keine Lust, Geld für Sprit und so weiter auszugeben. ja, klar, bei weiten Distanzen, dann ist das sicher so, wenn ich nur mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren muss, dann ist das nochmal eine andere Bewertung, die ich dann natürlich anlegen kann, ja. Ja, jetzt hatte ich mir noch überlegt, zu fragen, ob es egal ist, welches Alter du ansprichst, aber eigentlich hast du das ja schon gesagt, dadurch, dass du im Grunde sagst, jeder kann, wenn er möchte, so visualisieren. Inwieweit hast du selber geschafft, dich durch, also ohne dass du jetzt einen Therapeuten hattest, die Visualisierung anzuwenden und dadurch dann zu wachsen? Also ich nehme an, dass du das gemacht hast. Ich hatte auch die ein oder andere Visualisierung bei Kollegen, ja. Aber ich meine, wir arbeiten ja sowieso immer selbst an uns. Insofern habe ich ganz, ganz viel allein gemacht. Also den Prozess an sich, aber auch vorher herauszufinden, was ich brauche. Ich war schon immer jemand, der sehr reflektiert war. Zusammenhänge gut erkennen konnte. Und insofern habe ich ständig an mir gearbeitet und die Dinge einfach herausgefunden und nach abgearbeitet. Ich habe zum Beispiel auch zu Beginn, als ich begonnen habe zu unterrichten, habe ich jede einzelne Stunde zu Hause nochmal aufgeschrieben, reflektiert, geguckt, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe, wie mein Gegenüber reagiert hat, wie hätte es reagiert, wenn ich es anders gemacht hätte, wie hätte ich es anders machen können. Also ich war stets darauf bedacht, irgendwie weiterzukommen, mich zu entwickeln, meine Arbeit zu verbessern und im Zuge dessen muss ich natürlich auch an mir arbeiten. So ist das halt einfach seinen Weg gegangen, ja. Okay, das heißt, du hast intuitiv im Grunde schon auch ein Stück weit visualisiert, indem du aufgeschrieben hast und überlegt hast, wie hätte ich es besser machen können. Und in dem Moment kommen ja auch Vorstellungen und Gedanken und Bilder. Das fing schon als kleines Kind an. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, ab welchem Alter, aber ich denke mal so ungefähr ab 6. Da lag ich immer abends im Bett und habe mir Dinge vorgestellt. Manchmal sehr schlimme Dinge, manchmal sehr schöne Dinge. Und manchmal habe ich mir so schlimme Dinge vorgestellt, dass ich mir dachte, ich glaube, dass ich eine Waffel habe. Warum stelle ich mir sowas vor? Dann habe ich mit meinen Freunden darüber gesprochen, die haben sich sowas nicht vorgestellt. Und heute weiß ich aber, warum ich das getan habe, weil es nämlich extrem wichtig ist, dass ich weiß, wie sich mein Klient fühlt. Ob da jetzt ein Missbrauch stattgefunden hat oder ein Autounfall oder was auch immer, ja, ich muss wissen, wie mein Klient sich fühlt, damit ich dementsprechend darauf eingehen kann. Und deswegen habe ich mir all solche Dinge selbst vorgestellt, um zu wissen, wie fühlt sich das an. Es war quasi die Vorbereitung auf jetzt. Und weil du gesagt hast, intuitiv, ja, für mich ist immer ganz wichtig zu wissen, oder was ist der Sinn des Lebens? Und für mich bedeutet der Sinn des Lebens auf jeden Fall mal glücklich sein und vor allen Dingen herauszufinden, wer ich wirklich bin. Und dafür muss ich mich natürlich entwickeln. Und wenn ich mich entwickle, werde ich glücklicher. Wenn ich glücklich werde, entwickle ich mich besser und so weiter. Und
Das ist ja das, was seit Jahrzehnten auch in der Schule den Kindern abtrainiert wird, nämlich die Stärken, ja, mal finden, welche Stärken hast du eigentlich mit auf den Planeten gebracht? Und das sind, was ich heute leben darf, das sind meine Stärken, das sind die Fähigkeiten, die ich mit auf den Planeten gebracht habe. Dafür musste ich keine, habe ich natürlich gemacht, aber dafür musste ich keine Ausbildung machen, dafür musste ich eigentlich gar nichts tun, das war einfach da. So wie ein Formel-1-Fahrer, der irgendwie alle anderen abhängt. Natürlich hat er auch trainiert, aber der hat das einfach mit an den Start gebracht. Ja. Ja, also das kann ich mir ganz gut vorstellen, wirklich nochmal sich zu überlegen, wie hätte wer reagiert oder wie fühlt sich derjenige, wenn ich jetzt, also das ist was, was ich an mir kenne, wie fühlt er sich, wenn ich dem jetzt irgendwie was Blödes vor den Latz knalle, ja, dann fühlt er sich ja total schlecht, da habe ich dann irgendwie auch keine Lust drauf. Klar mache ich das manchmal, ne? Aber vielleicht auch zu oft. Aber eigentlich mache ich mir schon immer die Gedanken und stelle auch immer wieder die Frage, ne? Stell dir vor, wie würdest du dich fühlen an der Stelle? Ja? Wie würdest du dich fühlen? Das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt und daran, glaube ich, lernt man ein Stück weit Empathie oder empathisch zu werden, eben. Genau. Und nochmal auf die Visualisierung zurück. Du hast eben gesagt, du gehst immer auf den einzelnen Menschen oder der einzelne Mensch geht in sich hinein und sucht, wo im Körper das Gefühl sitzt. Funktioniert das über Geschichten auch oder gehst du wirklich genau in die Geschichte, die diese einzelne Person jetzt bringt. Also mit Geschichte meine ich Erzählungen, weiß ich nicht, einen Ballon, der irgendwo hinfliegt oder mir, ne, wie ich das jetzt eben hier auf diesem Buch gesehen hatte, einen rosa Elefant, der mit einem Heißluftballon davonfliegt und so vielleicht wegfliegt, keine Ahnung. Funktioniert das auch auf die Art und Weise oder wirklich rein speziell? Also. Also das, was du jetzt ansprichst, ist ja eher eine Art Traumreise, die darauf abzielt, ein gutes Gefühl hervorzurufen. Ja. Was wir tatsächlich machen, ist, also wir machen keine Traumreise. Wir gehen wirklich Situationen durch, wo der Klient meinetwegen Angst hatte, um die Ängste alle zu sammeln, um nachher abarbeiten zu können. Oder wenn es ein wirkliches Ereignis gab, wenn mich jemand kontaktiert und sagt, ich hatte letzte Woche einen Autounfall oder letzten Monat, ich komme nicht mehr klar, das war für mich absolut traumatisch, dann nehmen wir genau den Autounfall. Also wir nehmen immer genau das aus dem Leben des Menschen und dann reisen wir sozusagen in die Vergangenheit über eine Timeline, weil es wichtig ist, manchmal hat das schon im Bauch der Mutter begonnen oder als Einjähriger, als Zweijähriger. Und es ist wichtig, die erste Erinnerung zu dem verknüpften Gefühl Angst zu finden und auch alle Folgeerinnerungen, um dann wirklich alles ganzheitlich lösen zu können. Und wenn es dann darum geht, den Körper mit einem positiven Gefühl zu füllen oder eine Situation nochmal bildlich dem Klienten näher zu bringen, dann benutze ich auch solche Sachen, wie du gerade sagtest, dass man sich vorstellt, man schwebt auf einer Wolke und wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich fühle mich sehr frei und so weiter. Ja, dann macht das Gefühl von Freiheit in deinem Körper mal größer. Und im Anschluss an die Sitzung können Sie dieses Gefühl auch benutzen. Dann setzen wir einen Anker, sagt man, und Sie sind dann in der Lage, immer wieder dieses Freiheitsgefühl abzurufen, wenn Sie sich in einer Situation befinden, die gerade in irgendeiner Art und Weise belastend ist. Ist so ein Anker dann ein Wort oder ist das, was ist dieser Anker genau? Was kann ich mir unter dem Anker vorstellen? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du zwei Finger nehmen und die beiden Finger aufeinander drücken. Und dieses Drücken ist dann verknüpft mit diesem Gefühl von Freiheit, was wir dann in der Sitzung erarbeitet haben. Und jedes Mal, wenn der Klient in Trouble ist, dann drückt er seine beiden Finger aufeinander und ruft sich somit, es wird dann angetriggert, das Gefühl von Freiheit ab. Okay, das ist ähnlich wie der Pavlovsche Hund, oder? So Ja, eine es ist einfach eine. Konditionierung. Genau.
Und später ist man auch in der Lage, ich habe das für mich trainiert, ich brauche nur ein einziges Mal auf eine bestimmte Art und Weise atmen. Und jetzt merkst du es eigentlich schon an meinem Gesichtsausdruck, vielleicht merkst du es auch an meiner Energie. Ja. Dann bin ich vollkommen in meiner Mitte, vollkommen frei. Faszinierend, wirklich sehr faszinierend. Also dafür muss man auch wollen, glaube ich, oder? Also manchmal denke ich, also dass man manchmal ja auch eine Krankheit oder ein schlechtes Gefühl sozusagen zelebriert, ne? Und dann will ich ja da nicht raus. Das heißt, es wird schon vorausgesetzt, dass ich dann im Grunde selber auch rausgehen möchte. Also ich möchte die Veränderung und dessen sollte ich mir aber dann in dem Moment auch, denke ich, bewusst sein. Ja? Da Ja, man spricht dann von dem sogenannten Sekundärgewinn. Also du hast dann irgendeinen Gewinn aus deiner Angst oder was auch immer du hast. Oder du bist innerlich überzeugt davon, dass du die Angst ja brauchst. Das haben Kinder oft, ja. Kinder denken, sie würden die Angst brauchen, damit sie auf der Straße, wenn sie überqueren, nicht überfahren werden. Und dann wollen sie im ersten Moment die Angst nicht loslassen. Völlig logisch, weil sie ja brauchen. Und dann müssen wir das klären und so weiter. Und dann können sie das auch loslassen. Aber ja, du hast absolut recht. Das ist die Grundvoraussetzung, wenn mich jemand kontaktiert, dass er etwas verändern will. Weil wenn er nichts verändern will, dann kann ich gar nichts machen. Ich bin dann nur derjenige, der anleitet und begleitet. Aber die Veränderung, den Prozess, macht der Klient immer selbst. Jetzt nochmal auf dieses Gefühl zurückzukommen. Wie schnell schaffe ich das denn zu trainieren? Also das schaffe ich doch nicht in einer Sitzung, oder doch? Dass du dir das Gefühl mittels Anker abrufen kannst. Diesen Anker, genau. Schon, Oder? ja. Du hast es in der Sitzung geschafft und dann wirst du es auch nach der Sitzung schaffen. Okay. Vermutlich wird es bei dem einen oder anderen anstrengend sein und wir sind ja solche Gewohnheitstiere und der Mensch ist auch ein bisschen bequem und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen dran arbeiten, aber je öfter man das macht, desto besser funktioniert es und desto schneller ist es natürlich auch abzurufen. Ja, sehr schön. Ich hatte gerade eben noch eine Frage. Jetzt ist sie leider gerade abhanden gekommen. Schade. Ich finde jedenfalls, du hast das sehr, alles sehr schön erzählt. Ich kann mir das jetzt viel, viel besser vorstellen. Vielleicht doch noch am Ende. Wie viele Sitzungen brauchst du denn so durchschnittlich, um ein Problem zu lösen, was jemand jetzt schon über mehrere Jahre hat. Also ich könnte mir vorstellen, bei Kindern geht es wirklich viel, viel schneller als bei Erwachsenen, die ein Problem jetzt vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten mit sich herumtragen. Also zumindest ist das in meiner Arbeit so zu festzustellen, je länger eine chronische Krankheit besteht, umso schwieriger ist sie dann zu, oder braucht sie, umso länger braucht sie, um sich zu lösen. Könnte ich auch vorstellen oder gibt es da wenig Zusammenhänge? Also, das ist eine vermeintlich leicht zu beantwortende Frage, aber sie ist sehr komplex. Also, es hat ja immer etwas mit Bewusstsein zu tun. Also, wenn jemand zu mir kommt und hat 12.000 Glaubenssätze im Kopf, die alle gegen die Veränderung und Auflösung seines Themas arbeiten, dann wird es sehr schwierig. Das gilt natürlich auch für Kinder. Das haben Erwachsene so wie Kinder. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass es einfacher ist, bei Kindern Themen zu lösen, weil sie eben noch nicht so lange bestehen, als wie bei Erwachsenen. Aber es gibt auch oft Erwachsene, wo es einfacher geht als bei Kindern. Also das kommt immer ganz drauf an. Aber ich würde sagen, grundsätzlich geht es bei Kindern schon einfacher als bei Erwachsenen, ja. Das ist immer ganz individuell. Ich habe zum Beispiel eine Klientin gehabt mit der Angst vor dem Erbrechen. Das hat sie schon viele, viele Jahre gehabt. Wir haben eine Sitzung gebraucht und es war aufgelöst. Dann hatte ich ein Kind mit Angst vor der Dunkelheit. Das war noch gar nicht so lange da. Da haben wir mehrere Sitzungen gebraucht. Ich glaube drei zum Beispiel, ja.
Es kommt immer ganz drauf an. Es kommt natürlich auch drauf an, wie gut ist der Klient an dem Tag drauf. Ist er ausgeschlafen oder nicht? Kann er sich in dem Moment fallen lassen oder nicht? Und so weiter. Also das ist immer von mehreren Faktoren abhängig. Okay. Jetzt ist mir aber doch die Frage wieder eingefallen, als du gesagt hast, man geht so ein bisschen zurück, zu der Timeline, die du eben beschrieben hattest. Geht man dann von dem letzten Ereignis, also beispielsweise einen Unfall, der da war, der jetzt so ein Auslöser von irgendeinem Angstmoment oder was war? Geht man dann rückwärts zurück oder nimmt man dieses als Anlass und geht dann erstmal ganz zurück in die uterine Phase oder in die Geburt oder wie auch immer? Oder ist das auch abhängig von dem Klienten gerade? Ja, ich arbeite grundsätzlich nicht nach Regelwerk, sondern immer intuitiv. Deswegen kann ich dir nicht sagen, was man machen sollte. Sowohl als auch. Also wenn du jetzt zu mir kommen würdest und hättest letztes Jahr einen traumatischen Autounfall gehabt und seitdem hast du massive Probleme, welche auch immer, dann wissen wir eigentlich schon, okay, es war der Autounfall. Dann würden wir in die Vergangenheit springen, genau zu dem Punkt, wo du den Autounfall hattest und den Autounfall auflösen. Dann, wenn du nach 2 Monaten sagst, hey, ich habe hier noch irgendwie was, das hatte ich auch früher, das war gar nicht mehr so präsent, das merke ich aber jetzt, dann würden wir nochmal nacharbeiten und wahrscheinlich komplett in die Vergangenheit gehen. Also immer ganz individuell. Und gibt es auch Dinge, die vererbt, also familiär sozusagen vererbt werden, was man auch über Visualisierung lösen kann? Oder gibt es sowas gar nicht erst? Also generationsbedingt gibt es oft Konflikte, gibt es oft Anhaftungen oder sowas. Es gibt auch Dinge, die man mitbringt aus vergangenen Leben, jetzt wird spooky, die man auf jeden Fall auflösen kann. Ja, ist zum Beispiel ein Interview auf meiner Website zu finden, ja, von einer 14-Jährigen. Da waren wir in der Sitzung in einem vergangenen Leben. Sie konnte mir sagen, wie sie hieß, wie alt sie war, wo sie war und so weiter. Und dort haben wir das Thema gelöst und sind dann wieder zurückgekommen. Das heißt, wir sind zurückgegangen über die Timeline bis zurück in den Mutterleib. Und dort hat sie ein unangenehmes Gefühl gefunden. Und dann frage ich immer, hast du das Gefühl hier? Ist das hier im Bauch deiner Mutter entstanden oder schon früher? Und dann hat sie gesagt, früher. Und dann reisen wir noch weiter zurück und lösen das dort auf. Verrückt. Also ja, gibt es alles, ja. Ganz schön verrückt. Ja, aber spannend. Und Ja, das, schau mal, das sind ja die Fähigkeiten, die wir haben, die uns seit Jahren abtrainiert werden. Man will ja gar nicht, dass wir Zugriff darauf haben. seit Jahrhunderten schon nicht. Seit Jahrhunderten schon nicht, richtig, ja. Ja, das ist richtig, ja. Also genau, man kann sich das eigentlich, weil man nichts damit zu tun hat, überhaupt nicht vorstellen, dass sowas überhaupt funktioniert. Also A, Und funktioniert und B, dass es sowas gibt. Also beides. Genau. ja, Ja. und das ist verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das ist wirklich verrückt. Genau. Ja, jetzt, um ans Ende, tatsächlich ans Ende zu kommen, würde ich dich doch bitten, mir dein allerschönstes Erlebnis, wenn du sowas hast, zu berichten. Oder das, ja. Ja, das ist, wenn mich jemand nach meinem Lieblingsessen fragt, habe ich auch immer Probleme. Also, Vielleicht gibt es ja viele. ja, es gibt sehr viele. Was mich unglaublich glücklich macht, ist, dass wenn ich mit einem Kind oder mit einem Erwachsenen gearbeitet habe und das Ergebnis einfach so ist, wie gewünscht, nämlich, dass die Schwierigkeiten verschwunden sind. Das macht mich wirklich glücklich und zufrieden. Ja, das glaube ich sofort. Das kann ich, glaube ich, auch unterstreichen, dass das ein super Gefühl ist. Ja, sehr schön. Ich bedanke mich sehr herzlich. War ein tolles Interview, wie ich finde. Und ich würde mich freuen, wenn ich nochmal Fragen habe, wenn ich dich nochmal interviewen dürfte. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz schönen Tag heute noch und eine gute Woche.
Liebe Susanne, vielen, vielen Dank für die Einladung und herzlich gern sprechen wir nochmal miteinander. Danke dir. Das war super. Vielen, vielen Dank. Tschüss.